die sind wirklich riesig, oder? Staub muss ein bisschen wegpusten. Ah, das ist gar kein Staub. Okay. Ich glaube nicht, dass die da reingehören. Ich glaube eher, die gehören zu dem anderen Modell, das wir in der 345er haben. Das passt jetzt ganz gut. Dann ist in der 269er jetzt die 9695. Wieder Flipperstein Schmatzhalter Knack aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze im Saal Klassik der Seitle Kindergarten und begrüße euch ganz herzlich zum Kindergarten-Update, denn auch ihr sollt wissen, was es Neues gibt im Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets. Ich filme hier wenige Tage, also circa 10 Tage vor Eröffnung. Es ist noch ein riesen Saustall und ich bin im Arbeitsgewand. Das liegt daran, dass ich jetzt gleich noch putzen werde, hoffe ich zumindest. Und bevor ich das tue, werde ich natürlich mit euch gemeinsam die aktuellen Lego-Sets in die Vitrinen packen, damit die nicht anstauben, weil sie noch auf den Vitrinen stehen. Und genau das machen wir jetzt. Los geht's! Aus Spanien ist ein Set gekommen. Da ist gleich der Tisch im Weg. Und zwar geht es um die 9594. Das ist ein Set der Education Mindstorms Abteilung, in dem es um nachhaltige grüne Dinge geht. Das Problem ist, ich dachte, das gehört zur First Lego League, weil es da in so einem riesen Karton ist, das ist so typisch für die First Lego League, dachte ich mir, das kommt jetzt sofort ins Lager. Damit könnte ich euch mal zeigen, wo die First Lego League aufgehoben ist. Aber nichts da. Es ist ein Education Set, heute ich muss es ja in, da sind die Teile lose drinnen, das finde ich nicht so toll, muss es ja in eine Vitrine, und es gibt sogar eine Vitrine dafür, die 268. Die Frage ist nur, wer baut das jetzt auf und warum sind lose Teile drin? Da gibt es Aufkleber für den Matten. Und es sind eigentlich ziemlich viele Teile. Und bis jetzt noch keine Aufbauanleitung. Das ist dann eher nicht so toll. Dürfte wohl ein Säckchen geplatzt sein in diesem Saum. Schauen wir mal, ob da eine Anleitung dabei ist. So viel Spaß muss da jetzt noch sein. Das sind auf jeden Fall mal riesige Matten. Ho! Aber das wird mehr. Das sind ja mehrere Matten. Die sind wirklich riesig, oder? Und da fliegen jetzt alle gleich auf den Boden. Also das ist die Matte. Da kann man sich jetzt überlegen, wo man die hinbiegt. Wird jedenfalls schwierig. Dann gibt es da noch mehr Matten. Und es gibt keine Aufbauanleitung. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe es nämlich eigentlich in der Aufbauanleitung bestellt. Was mache ich jetzt? Traurig schon. Es geht noch immer um die 9594. Ich habe inzwischen mit Lego telefoniert. Ja, ich habe ja keine Hemmungen. Die haben keine Anleitungen. Und dann habe ich wirklich sehr kreativ im Web gesucht und habe es tatsächlich gefunden. Das heißt, ich werde dieses Set aufbauen und danach werden wir es in einem der nächsten Kindergarten-Updates in diese Vitrine packen, in der jetzt interessanterweise ein Mindstorms Education ist. Da muss ich noch gucken, was da in welche Vitrine gehört. Da ist die 268, 269. Irgendwo da wird es dann drinnen sein, was allerdings ein bisschen doof ist, weil wir ja hier diese riesige Matte haben. Da ist auch die Überlegung, dass man sagt, okay, man gibt es zu den First Lego League Sets, denn da sind sowieso oft diese Matten. Das sind noch so Überlegungen. Oder man pappt diese Matte einfach hier an die Decke. Die Harvester Forstmaschine kommt in die Vitrine 345. Da ist es noch sehr dunkel. Es ist hier noch so ein Eck in der neu gestalteten Vitrinenwand. Und deshalb habe ich jetzt noch kein Licht. Das wird in den nächsten Wochen verbessert. Da stellen wir die Kollegin jetzt da mal rein. Die ist gar nicht so groß, wie befürchtet. Den kleinen LKW dazu.
die extra Parts eher in den hinteren Teil und die Staub muss ein bisschen weg. Ah, das ist gar kein Staub, okay. Die Holzbalkerl daher, die dann abgesägt werden. Und schon haben wir wieder eine wunderbare Sache in der Vitrine. Sollen wir da gleich den schwarzen Hintergrund noch korrigieren? Da haben wir nämlich eine alte Wand im Hintergrund, die hier mit Bühnenmolton verkleidet wurde, der Effizienz wegen und der Optik. Ah, das geht gar nicht so leicht rein, da. Denn der Dachstuhl ist im Weg. Es lässt mir keine Ruhe. Jetzt habe ich dieses Spielfeld von der 95-94 aufgebaut. Schaut mal, wie riesig das ist. Im Verhältnis, das ist der Duplo-Hutsch-Elefant, der Primo-Hutsch-Elefant natürlich. Und hier ist dieses riesige Ding, das ist 1,20 x 2,40 hätte ich jetzt mal geschätzt. Und dann sind noch drei solche dabei, verschiedene. Wie soll sich denn das da ausgehen? Man könnte das wirklich an die Decke pappen. Nun müsste man es da irgendwie auf eine Platte. Es wären natürlich gut zwei Plexiglasscheiben und dazwischen hinein. Größeres Projekt. Normalerweise gehe ich aus einem Kindergarten-Update mit weniger Arbeit. Heute habe ich wohl mehr Arbeit, nachdem dieses Video fertig ist. Wenn ich nur das da, wer wird denn das? Es gibt jetzt eine Anleitung, werden wir in den nächsten Tagen machen. Wir haben eine riesen Vitrine, die 382, die ist recht frisch hier aufgebaut und da kommen einige Sachen aus den letzten Jahren hinein, zum Beispiel die 42139, ein All-Terrain-Vehikel. Dieses Kollegium hier, das kommt da hinein, da gibt es dann noch dazu so einen kleinen, wie sagt man da, Schneidebock, wo man das Holz drauf tut. Ich weiß den Namen nicht mehr. Peinlich, peinlich. Und noch eine Kettensäge. Das ist jetzt irritierend. Ich glaube nicht, dass die da reingehören. Ich glaube eher, die gehören zu dem anderen Modell, das wir in der 345er haben. Da werden wir wohl nochmal rübergehen müssen. Na, das mache ich aber ohne euch. Hier haben wir jedenfalls die lange, große Kettensäge. Und weil wir schon hier sind, werden wir in die Vitrine ein Set packen, das wir noch nicht in der Liste haben, aber schon gebaut. Das ist ganz selten, dass es ein Lego-Set gibt, das ich schon aufgebaut habe. Wie hier diesen wunderbaren Fernseher, den klassischen TV mit Antenne und den dazugehörenden Nintendo NES Entertainment System. Aber es kommt vor, dass wir eben zuerst was bauen und erst dann in die Inventarliste aufnehmen. Die Sache ist nämlich folgende. Ich möchte diese ganzen Super Mario Geschichten auch aufnehmen. Allerdings habe ich es noch nicht archiviert und auch nicht den geringsten Schimmer, wo ich die Dinger hinstellen werde. Deshalb stelle ich die jetzt einfach mal da so rein. Das sind ja Sets, die genau genommen noch gar nicht im Kindergarten ausgestellt sind. Und damit haben wir dann überhaupt keinen Stress. Machen wir dann noch die Vitrine drauf. Und es ist alles wunderbar. Und irgendwann einmal werden wir dann die komplette Super Mario Geschichte in einer eigenen Museumsabteilung machen. Na gut, ich kann es nicht lassen. Ich habe euch doch mitgenommen nochmal zur 345. Die kann ich sogar so nach hinten so kippen, dass ich den Schneidebock da reinkriege, oder? Das ist aber das Holz, naja, nicht wirklich. So geht's. So. Das Holz drauf. Und die Babykettensäge auch noch hinein. Wunderbar! Alles erledigt. Inzwischen hätte ich die 95-94 da in der Vitrine 269. Das Problem ist, dass der Glaskasten nicht hoch genug ist. Jetzt ist die spontane Überlegung, dieses Set nach oben zu geben und das andere nach unten. Ist natürlich enormer Aufwand, aber es wird mir nicht erspart bleiben, denn was nicht geht, geht nicht.
Das passt jetzt ganz gut. Dann ist in der 269er jetzt die 96,95 und die 95,94 inklusive meiner höchstpersönlichen Mox ist in der 268er Vitrine. Und direkt darüber hängen die Spielfeldmatten für dieses Set. Ich finde das eine gute Lösung. Jedenfalls war es das schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns persönlich im Eitle Kindergram immer sonntags ab 9. Und ihr könnt jetzt gegen Vorbestellung auch bei uns essen. Wir haben wirklich ganz tolle Dinge. Näheres demnächst oder bereits auf diesem YouTube-Kanal. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergram oder hier auf diesem YouTube-Kanal.